Mach die hier und hier. Alles klar, Chef. Wird gemacht. Wir wünschen euch einen schönen dritten Advent. Ja, natürlich schön mit der ganzen Familie zusammen, schön die Zeit verbringen, ja, und einfach mal genießen. Ja, wie Timmy gesagt hat, ich verbringe das in Schweden mit meiner ganzen Familie, mit Opa, Onkel und die Rest von der Familie. Bräuchte nicht, für uns einfach nur wichtig, dass die ganze Familie zusammenkommt, einfach eine schöne Zeit, dass wir sehr viel lachen, gut essen alle zusammen, und ich denke, das ist für uns die wichtigste Zeit in Weihnachten. Wir sammeln uns alle zusammen und dann essen wir und ja, meistens nur am Essen sind wir. Ganz traditionell deutsch, Kartoffelsalat und Würstchen an Weihnachten, und dann den nächsten Tag gibt es natürlich die Braten, wie es so ist, ganz normal. Also viel kroatisches Essen und dann gibt es noch ein bisschen weniger, so ein bisschen schwedisches Essen auch. Fleisch. Genau, Fleisch, ganz viel Fleisch und ja, schwedisches Köttbullar, wie ihr kennt das vielleicht von Ikea. Und dann gibt es noch Prinzkorval. Ja, ich habe viele Nichten und Neffen, also werde ich sehr viel wieder verschenken, viele Spielzeuge, aber was genau, verrate ich noch nicht. Also wir haben gemacht, dass wir nur für die Kinder Geschenke machen, und dann habe ich meinen kleinen Bruder und kleine Schwester und die Neffen, aber was genau, weiß ich noch nicht. Einfach auch eine schöne Zeit mit der Familie und für das neue Jahr einfach, dass sie auch gesund bleiben, dass die Familie gesund bleibt und dass wir dann noch eine erfolgreiche Zeit feiern. Ich wünsche dir eine sehr, sehr schöne Zeit zusammen mit der ganzen Familie und auch, dass wir ein paar Punkte können sammeln, dass alle froh sind. Ja, ein sehr lustiges Abend, würde ich sagen. Mit viel Quatschen und viel ja, Timmy mit guter Laune. Ja, ich denke auch so. Bei Bran auch so. Ich denke, es ist einfach eine wichtige Zeit mit der Familie, dass man einfach viel lacht, viel Spaß hat. Und ich denke, das ist bei jedem zu Hause so. Und ich denke, es ist auch richtig so. Für Bran, ne? Ein Jahresabo im Solarium. Das ist so ein Geschenk. Also, das Licht ist zu stark, Leute. Deswegen. Ja, warum nicht? Also, wir brauchen schon ein bisschen Farbe, muss man sagen. Überleg dir genau, was du sagst jetzt. Keine Ahnung. Ein bisschen mehr Haare vielleicht. Ja, klar haben wir das. Wir wünschen euch einen schönen dritten Advent. Wir wünschen euch einen schönen dritten Advent. Wir wünschen euch ein schönes drittes Advent. Don't Rick a Remix. Bum, wow, wow.